Geliebte Kinder des Lichtes, meine geliebten Kinder, die ihr auf der Erde seid, ein neues Jahr beginnt, ein neues Leben beginnt für jeden Einzelnen für euch. Ihr habt viel ertragen müssen, ihr habt viel gelernt und ihr wisst, dass es schwierig ist, in einer Situation zu leben, in der Gier, Verrat, Intrige herrscht. Und viele Menschen auf diesem Planeten sind und auch andere Wesen, die versuchen, euch alles zu nehmen, was ihr habt. Aber ich sage euch, ihr habt auch gemerkt, dass es immer wieder irgendwie weitergeht. Ihr immer das bekommt, was ihr braucht, auch wenn es manchmal im letzten Moment ist. Ein Absturz für euch, dass ihr gar nicht mehr weiterkommt, ist für euch gar nicht vorgesehen. Aber wie sollen wir euch etwas geben? Wie soll die geistige Welt für euch etwas vorbereiten, wenn jemand an eurer Seite ist oder in der Nähe ist, der euch alles gleich wieder wegnimmt? Also bekommt ihr so viel, wie ihr gerade braucht. Aber diese Situation wird in diesem Jahr sehr stark verändert werden und ihr werdet merken, dass der Wohlstand schon in euer Leben kommt. Nur achtet darauf, wem ihr begegnet und welcher Mensch ein Führer ist, ein königlicher Führer, der euch wirklich achtet, so wie ihr seid und nicht von euch etwas fordert oder erwartet, sondern mit dem Dienst am Nächsten euch wahrlich dienlich ist. Auf diesem Planeten gibt es sehr viele Verführer. Woran ihr sie erkennt, ist doch eigentlich offensichtlich. Nehmen und geben ist eins. Wenn ihr gebt von Herzen, ist es wichtig, auch zu empfangen von Herzen. Denn beides gleicht sich aus. Diejenigen, die nur von euch nehmen, euch berauben, euch auslaugen, im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Parasit, denen wird alles genommen werden, was sie euch genommen haben. Der Punkt ist nah, die Zeit ist gekommen und ihr werdet das in diesem Jahr vor allem auf den Regierungsebenen, aber auch genauso in den spirituellen Ebenen bemerken. Nicht alles ist so, wie es scheint. Ihr kennt den Spruch, der Schein trübt. Und warum heißt es wohl Geldschein? Es ist ein Schein, der trügt, eine Illusion. Das ganze Finanzsystem ist eine absolute Illusion. Sie existiert nur auf dem Papier oder illusorisch in irgendwelchen elektronischen Chips. Nichts davon ist wahr. Besinnt euch auf euch selbst. Welche Fähigkeiten besitzt du? Was ist dein wahres Wesen? Wie sind deine Charaktereigenschaften? Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Und wie gehst du mit dir selbst um? Wie viel Vertrauen besitzt du einfach nur zu dir selbst? Das ist im Moment eine sehr, sehr wichtige Lektion. Wie viel Vertrauen schenkst du dir selbst? Wie erkennst du deine Fähigkeiten an, deine Möglichkeiten, deine Kreativität, deine Schöpfungskraft? Und so lasst euch noch einmal gesagt sein, das Jahr 2020 wird eine große Veränderung bringen und ihr werdet es sehen, dass die Verführer fallen und Führer, die mit dem Herzen, mit dem Dienst am Nächsten für euch da sein werden, auferstehen, beginnen sich zu zeigen und vielleicht
ist der ein oder andere Führer oder die Führerin jetzt, die das hört. Ihr werdet merken, wenn ihr euch dafür berufen fühlt, wirklich euer Umfeld zu segnen mit eurer Stärke und mit eurer Fähigkeit, Menschen zu lenken, die es selber nicht so gut können, die einfach diese Unterstützung brauchen. Euch fehlen die Großfamilien, die alten Weisen, die wussten, was geschehen kann, die wussten, wie man eine Familie, ein Stamm, ein Volk führt. Und ich sage euch, viele von ihnen, die es schon lange getan haben, sind wieder inkarniert. Und sie werden den Ruf in sich spüren, ab einem bestimmten Punkt ihren Dienst wieder anzutreten. Ihren Dienst am Nächsten. Und so segne ich euch und liebkose und küsse euer Herz. Ich gebe euch einen Kuss auf die Stirn. Geliebte Kinder, wir sind eins. Und in der Einheit gibt es keine Zerstörung, gibt es kein Leid. Also ist der Weg in die Einheit. Ich segne euch. Ich bin, der ich bin.